dass dieser Raum als allerletzter in der Wohnung auch endlich mal ein kleines Makeover bekommt. Heute waren wir zum einen bei IKEA. Also es ist gut, dass unser Schlafzimmer nicht morgen schon fertig sein soll, weil den müssen wir erstmal noch, noch 2 Jahre pressen. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Aber es passt tatsächlich definitiv nicht. Also es passt auf jeden Fall. So, es sind einige Tage vergangen. Es schallt extrem. Wir waren heute bei IKEA. Ich glaube, eine ganz kurze Sequenz gefilmt, die blende ich euch jetzt ein. Wir haben endlich unseren Kleiderschrank gekauft und dazu mussten wir erst hier in, also wir waren hier in Osnabrück im IKEA und haben halt alles bekommen, außer diesen Korpus sozusagen, dieses Gesamtding da eigentlich. Und dann sind wir eben extra nochmal nach Bielefeld gefahren, weil da gab es wiederum den Korpus, aber was anderes halt nicht. Also wir hätten nicht in einem von den beiden IKEA alles bekommen. Ich zeige euch jetzt mal, was wir eingekauft haben. Also das sind die Schrankböden. Das ist jetzt nicht so viel Spannendes, aber ihr seht, dass der Schrank sehr, sehr tief ist. Und im Prinzip, also hier, hier ist, also der Schrank ist sehr ähnlich diesem Schrank. Das ist ein Pax-Kleiderschrank in irgendwie 30 cm Tiefe und wir haben jetzt halt die doppelte Tiefe. Und 58, ja. Und haben beide Türen in dem hier, weil wir keinen Spiegel halt brauchen. Also nur in diesem Weiß. Und ansonsten ist aber eigentlich alles sehr, sehr ähnlich. Wir haben... Doch, kann er aufmachen, da ist nichts drin. Nee. Wir haben auch 2 so Netzdrahtkörbe, die natürlich dementsprechend bei uns viel tiefer sind. Wir haben 6 Böden und wir haben eine Kleiderstange, anders als hier. Hier sind so 2 Kleiderstangen, die so auf einen zukommen sozusagen. Und wir haben eine, die einmal quer durchgeht, wo man die Kleiderbügel so ranhängt. Und wir haben uns 2 Glasschubladen gekauft, die hatten wir auch in diesem Schrank hier nicht und generell noch nie und ich kann euch jetzt aber auch mal eben noch den Rest vom Einkauf zeigen. Genau, also so sieht es jetzt hier aus, die Ecke ist da hinten schon mehr oder weniger frei und hier sind jetzt die 2 Korpusse. Wir haben gerade auf die Uhr geschaut, es ist schon sehr spät und deswegen wird der Schrank, also ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was gesehen, aber der Schrank wird heute doch nicht aufgebaut, also auf jeden Fall ja nicht fertig und alles, sondern weil es einfach zu laut wäre, morgen und übermorgen oder wie auch immer, müssen wir halt einfach mal schauen. Wir räumen jetzt da ein bisschen frei und das Bett dann wieder halt ab. Und dann geht es später nochmal weiter. Zwischenstand. Die 2 Glasschubladen sind drin. Wir haben ja auch schon Schuhe rein, um dann den Abstand zu sehen. Dann sind die 2, ich sage Wühlkörbe, wie heißen die, Netzdrahtkörbe schon drin und der erste Boden. Und jetzt müssen wir mal eben in den Paxplaner gucken. Da kann ich euch auch mitnehmen. Ich hole den mal her. Okay, das ist der ehemalige Plan. Es hat sich jetzt einiges nochmal verändert. Aber ich wollte jetzt hier eben gucken. Also hier kommt 1, 2, 3. So, ich präsentiere euch mal einen schon recht guten Zwischenstand. Also soweit sind wir gestern gekommen mit Aufbauen und Befüllen. Hier unten die 2 Fächer ist Kamerazeug, wie ihr vielleicht auch sehen könnt.
Und darüber sind unsere ganzen hängenden Sachen. Hier kann man vielleicht noch was unterbringen, aber ja, muss man ja nicht. Genau, hier sind zwei Schuhfächer, das untere ist meins. Wir haben jetzt nur die Wanderschuhe reingetan, weil das unsere höchsten Schuhe sind von dieser Höhe her. Genau, um dann die Schubkästen daraufhin anzupassen. Hier kommen so Socken und Unterwäsche und sowas rein und hier oben die ganz normalen Klamotten. Der Homer ist ultra gruselig da oben. Aber man sieht ihn ja zum Glück nicht mehr, wenn der Schrank zu ist. Einen zu 95% fertig eingeräumten Kleiderschrank. Die Kiste hier stört mich zwar ein bisschen, allerdings habe ich heute, wie ihr da sehen könnt, so eine coole Taschentücherbox gekauft, wo die super dazu passt. Von daher stört sie mich jetzt nur, weil der Inhalt nicht mehr in den Schrank passt und nicht von der Optik. Genau. Ihr seht es jetzt alles mal hier. Ich kann euch das auch nochmal nah zeigen. Also hier unten sind meine Schuhe und ich habe halt hier irgendwie echt wenig Schuhe drin, weil, weiß ich nicht, die meisten sind irgendwie im Flur im Schuhschrank. Hier drin sind meine Bikinis und ein Wasserball, eine Luftmatratze. Hier hinten sind meine Strumpfhosen und, nur Strumpfhosen. Ich trage fast nicht Strumpfhosen, deswegen. Hier sind Philipps Schuhe und ihr seht, Philipp hat wesentlich mehr Schuhe als ich. Das liegt ja auch daran, dass er ungefähr 300 Paar Turnschuhe hat. Genau, dann haben wir hier mal das Unterwäschefach, dann haben wir hier Socken, kurze Socken, lange Socken, Gürtel, Philipps Badehosen. Dann haben wir hier ein T-Shirt-Fach, Philipps seriöse T-Shirts für die Arbeit, Philipps Freizeit-T-Shirts, meine T-Shirts und dahin sind auch noch meine T-Shirts, also T-Shirts und Tops gemischt. Pulloverfach. Hier sind meine Pullover, dahinter sind meine Pullover, hier sind meine kurzen Hosen und meine drei Röcke. Dahinter ist ein gemeinsamer Pulloverstapel und hier sind auch zwei Pulloverstapel von Philipp. Dann lange Hosen, Philipps Jeans. Hier sind auch kurze Hosen von Philipp dabei und seine Jogginghosen. Hier sind meine langen Jogginghosen, Leggings, was auch immer, meine Jeans. Philipps Schlafsachen, dahinter sind seine Sportklamotten, hier sind meine Schlafsachen und hier ist unsere Bettwäsche und dahinter ist auch nochmal Bettwäsche. Das hier erklärt sich jetzt ziemlich von selbst. Hier ist die Grenze, ihr seht, links sind Philipps Sachen, rechts sind meine. Also entweder besitzt er mehr, ja, auch wenn man die Kleidung zählt. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe ja auch so eine übelst fette Flauschejacke, aber trotzdem habe ich weniger. Genau, dann haben wir hier unten einmal Philipps Kamerarucksack und mein Schmuckkästchen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dazu ein Video gibt. Wenn ja, verlinke ich das. Da hat Philipp mir ein Schmuckkästchen in so einem Kanister gebaut. Ziemlich cool. Genau, hier unten haben wir einmal die analoge Kamera, unser ganzes Lichtequipment, Philipps alter Laptop und zwei Stative. Hier hinten dran, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, da hinten ist auch noch ein Stativ. Genau, und wir haben jetzt hier auf dem Bett die ganzen leeren Sachen, Kisten, Kartons, was auch immer. Ich würde mal behaupten, es hat sich einiges getan. Ihr seht, unser Schrank hat eine Tür, ist komplett fertig. Die Kiste steht immer noch hier oben, aber wie gesagt, die stört mich jetzt gerade tatsächlich nicht so sehr. Wir haben dann, ihr seht, die alten Löcher von, wo der Staubsauger erst hing. Der hat jetzt hier natürlich nicht mehr hingepasst. Wir haben ihn einfach ein Stückchen weiter nach links, haben ihn jetzt wieder angebracht. Die Löcher sind bereits zugegipst, die werde ich nachher noch überstreichen. Dann haben wir unser Rollo abgemacht. Hier sind auch die Löcher davon, mit dem waren wir sehr unzufrieden. Das liegt hier irgendwo noch und wir haben jetzt unsere Gardinen, die ich mittlerweile beide entfärbt habe, hier angehängt. Und die Gardinenstange, das ist die, die vor unserem ehemaligen Kleiderschrank war, wo die Gardinen auch dran waren, hat Philipp abgesägt und haben wir jetzt auch angebracht. Hier drüben ist jetzt noch nicht so aufgeräumt, es kommt auch noch und ihr seht da hinten das Bild, das hing hier schon mal an der Wand, also hier so in dem Bereich wollten wir das haben. Das hat Philipp mit solchem Teppichklebeband da festgeklebt, doppelseitigem und dann ist runtergefallen und ist jetzt hier kaputt und hat oben auch noch so eine Ecke. Dann müssen wir das mal abschneiden nochmal, also einfach hier unten mal einen Streifen kürzer machen und dann mit Powerstrips hier nochmal anbringen.
So, jetzt aber präsentiere ich euch unser fertiges Bett. Oh, hier guckt natürlich schön die graue Decke unten drunter raus. Genau, wir haben nämlich gerade eben das Kopfteil angebracht. Das ist unsere ehemalige Sofalehne. Die ist natürlich schwarz und nicht weiß, obwohl wir hier alles in gelb-weiß gehalten haben. Ich finde es trotzdem sehr schön und ist halt einfach ein cooles Kopfteil am Bett. Soweit erstmal. Achso, dann haben wir hier oben jetzt noch abgeklebt zum Streichen. Wir haben auch unsere alte Krüppellampe jetzt endlich mal abgemacht. Haben uns tatsächlich auch schon für eine neue entschieden. Bestellen die bald und dann bringen wir die an. Aber vorher wird hier natürlich gestrichen. Hier nochmal drüber gestrichen. Ja, und soweit sieht es jetzt hier erstmal aus. Ich habe gerade ja nochmal schön gestaubsaugt. Der Teppich, der ist super. Damit sind wir sehr zufrieden. Und hoffentlich kommen hier auch bald noch die zwei Schreibtische weg. Die sind schon bei eBay Kleinanzeigen drin. Und dann geht es eigentlich in Richtung fertig soweit.